Applaus! Ich hab's genau. Der MDR Sachsen-Anhalt Fan-Talk in Zusammenarbeit mit dem SC Magdeburg. Warte doch mal ab, du bist zwar der Capitano, aber die ersten Sekunden gehören immer mir. Jedenfalls begrüßen wir Sie hier zum Fan-Talk und heute nach einem großartigen Sieg gegen den HSV, nach einem tollen Sieg, nach einem erleichternden Sieg, es war einfach ein schöner Sieg, haben wir heute im Fan-Talk den Capitano Fabian van Heuffelen. Fabian, ich habe gedacht, auf das Spiel stoß noch mal einen an. Bist du dabei? Das wusste ich doch. Ich erzähle auch warum. Weil vorm Spiel spreche ich ja immer auch mit den einzelnen Verantwortlichen der Vereine. Und bei Steffen ist mir heute einfach, weil ich einfach so ein Straßensportgucker, so ein Stammtisch-Fan, wie wir alle hier sind, so einer bin ich auch. Und da haben wir gedacht, nach diesem Kiel-Spiel, nach den Spielen davor, nach der Schelte, die in der Zeitung stand oder in den Internetforen, ob ihr dann mal einen Saufen gegangen seid, habe ich vorhin dann den Steffen gefragt. Yogi Bitter hat gefragt, ob ich nicht ganz bei mir bin. Und dann fiel mir, während ich die Frage stellte, fiel mir ein, oh Gott, die Spieler erwärmen sich ja schon, die hören das. Hast du es gehört? Nein. Gott sei Dank. Und was habt ihr gemacht in der letzten Woche? Ich denke, jeder hat für sich seinen Schluss gezogen für die letzte Woche. Und wir haben uns natürlich nach dem Kielspiel auch im Bus mal zusammengesetzt, auch mit einem Bierchen. Ja. Und ich denke, wir haben auch eine gute Trainingswoche hinter uns gehabt. Und das heute bis zu 50. Minute auch gezeigt. Was war ab der 50. Minute? War da einfach so die Kraft weg dann irgendwie im Kopf auch und im Körper? Oder seid ihr da fahrlässig gewesen? Ja, da muss ich mich aufpassen, was ich sage jetzt. Ja, das muss man immer. Du musst immer aufpassen, was du sagst. Aber die Frage ziehe ich trotzdem nicht zurück. Was war los ab der 50. Minute? Ja, ich finde, wir verlieren da ein bisschen unsere Disziplin und unser Spiel zusammen. Jeder versucht alle für sich alleine irgendeine Aktion zu starten und in der Abwehr finden wir uns da nicht richtig zusammen, wo das uns bis zum 15 Minuten auch ausgemacht habe. Und gut, ich bin jetzt einfach froh, dass wir über 80-90% des Spiels ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und die letzten 10 Minuten natürlich nicht zufriedenstellend, aber ich denke, das Allerwichtigste war erstmal mal ein ordentliches Spiel zu machen und ich denke, das habe ich heute auch gemacht. Ist das eigentlich schwer so als Kapitän, wenn so drei hochkarätige Neuzugänge auch dabei sind? Also erstmal ist so ein Mensch, der wahrscheinlich neben dir in der Kabine auch immer saß und wenn der gebrummelt hat, haben alle, ich meine natürlich Bartosz, der ist weg, ja? Und da haben die Leute wahrscheinlich dann auch immer geschwiegen und die macht, was der sagt. Und jetzt bist du da der Capitano, also der graue Wolf, der Führungsspieler. Und dann kommen so ein Damgard dazu und dann so ein Finn Lemke noch und so ein Musa, der ja auch schon einige Handballerlebnisse so in seinem Büchlein zu stehen hat. Hast du da so einen Gruppentag gemacht oder wie macht man das, dass da eine gute Dynamik entsteht? Warum bin ich eigentlich ein grauer Wolf? Ich dachte, das würde dir imponieren, so der Leader, der Anführer von, der Chef von Sianze, Head of Putzmittel. Ja, danke. Ja, nee, ich meine allgemein, die neuen Spieler, die haben sich, sind charakterlich, halt menschlich gut und die haben sich selber auch sehr gut in der Mannschaft integriert. Ich finde, das kommt immer von beiden Seiten. Wollen die sich integrieren, lassen die sich integrieren und ich denke, das hat bei uns gut geklappt. Natürlich auf dem Spielfeld muss man sich da auch noch, kann das noch verbessert werden, aber ich sage es aber, das menschliche Aspekt passt einfach. Ist mir aufgefallen, die Kommunikation heute hat auf eine andere Art und Weise stattgefunden, wenn man euch so aus der Nähe beobachtet hat. Kann aber auch sein, dass es wieder auch nur so eine private Beobachtung ist. Sag mal, wie groß ist die Chance, stand ja auch in der Zeitung, dass das dein nächstes mittelfristiges Ziel ist, in die Nationalmannschaft zu kommen, Dario Quenstedt, wie wahrscheinlich hältst du das? Ich denke, Dario muss sich einfach darauf konzentrieren, dass seine Leistung abzurufen, was er bis jetzt auch in großer Strecke getan hat. Könnte man die Formulierung wählen, dass es heute ein schweinegeiles Spiel von Dario war? Ja, das ist auch so und wenn er so weitermacht, dann wird er auch die Chance in der Nationalmannschaft bekommen. Und ich denke, er muss einfach weitermachen, an sich selber arbeiten und dann wird das von alleine alles kommen. Du lachst noch nicht genug, wollen wir noch mal einen Schluck Bier trinken? Nachher könnt ihr dann, immer wenn er unterschreibt, könnt ihr fragen, ob er auch einen Schluck bekommt und sonst irgendwie. So. Wie war das jetzt in der Kabine eigentlich? Was war da für eine Stimmung? War da Erleichterung? Habt ihr abgeklatscht? Habt ihr getanzt schon mal? Oder habt ihr einfach nur da gesessen und nur gesagt, Gott sei Dank? Nee, ich denke, die Stimmung ist, war sehr gut in der Kabine. Ich denke, wenn man zwei Punkte hat, dann das ist, was es immer um geht. Und deswegen sind wir alle sehr froh über dieses Spiel.
weil wir einfach gezeigt haben, dass wir es doch nicht verlernt haben. Ich hab eine Frage zurückgerufen bekommen von da hinten, weil es mein Deal, also jeder kann mir so eine Frage zurufen, die gebe ich dann weiter. Wer im Moment der Obstwart ist und was heute im Körbchen war? Matze Muschi ist der Obstwart. Macht das sehr gut, muss ich sagen. Also besser als seine Vorgänger. Ist das lustig? Warte, weißt du, warum die Leute lachen? Weil ich habe mich vor ein paar Wochen mit dem Herrn Haas unterhalten, der ja sein Vorgänger war. Und der Herr Haas hat gesagt, er war der beste Obstwart ever. Katastrophe. Also, und der Jakob Baggerstedt, Katastrophe. Also ehrlich, das macht Matze überragend. Da ist immer Obst in der Kabine beim Training, beim Spiel kümmert Uli sich drum. Matze ist unter der Woche für das Obst zuständig und da ist immer Obst da. Macht er sehr gut. Was für Obstsorten sind denn das so, die dann bei euch sind? Sind es nur Bananen oder gibt es Abwechslung? Banane und Äpfel, beim Spiel liegen auch ein paar Trauben da. Und, ja. Kann man sich das so vorstellen, wenn der Capitano mal in so einen Apfel beißt und auf einmal guckt eine kleine Made raus, dann kriegt der Muschel eine hinten dran, oder was? Ja, da muss schon sich gezielt das Obst aussuchen, dass die auch schön frisch sind. So. Geht los mit der Pressekonferenz, habe ich den Eindruck irgendwie. Danke, tschüss. Ist ja noch nie passiert, dass wir zu lange, wir waren schnell dran. Dankeschön, großer Applaus für Fabian van Olfen.